Herr Fischer, es steht nach wie vor der Vorwurf im Raum, dass Außenministerin Baerbock beim Demokratiefest am 26. Mai gelogen hat, als sie behauptet hat, sie hätte eine Videosequenz gesehen, auf der man bei laufender Kamera die Vergewaltigung einer Frau durch Hamas-Kämpfer gesehen hat. Sowohl die UN, die verantwortliche UN-Stelle als auch israelische Behörden verneinen ja die Existenz einer solchen visuellen Bestätigung. Da würde mich interessieren, können Sie diesen Vorwurf denn jetzt ausräumen und uns auch sagen, zwecks journalistischer Verifizierung, wann, wo und in Begleitung welcher weiteren Vertreter des Auswärtigen Amtes Frau Baerbock diese Sequenz sich angeschaut hat? Genau diese Fragen haben Sie meinem Kollegen Christian Wagner ja schon gestellt. Es war auch Gegenstand einer weiteren Bundespressekonferenz. Sie können im Protokoll nachschauen oder schauen Sie sich einfach Ihr eigenes Video an und dann haben Sie die Antworten. Zusatz? Entschuldigen Sie, mittlerweile hat sich das wirklich zu einer internationalen Krise ausgeweitet. Internationale Medien berichten darüber. Ein IDF-Sprecher hat erst kürzlich erneut gesagt, er kann das nicht bestätigen. Meine Frage war ganz deutlich, wann, wo und in Begleitung welcher weiteren AA-Repräsentanten wurde dieses Video gesehen? Und das hat Herr Wagner letzte Woche weder mir noch dem Kollegen Jessen beantwortet. Deswegen erwarte ich da doch eine Antwort. Ich glaube, es ist journalistisch auch völlig legitim, dass Sie mir sagen, zu welchem Zeitpunkt und welcher Lokalität die Außenministerin dieses Video gesehen hat, das für so viel Furore jetzt sorgt. Herr Warwick, ich sehe keine Krise und verweise auf das, was mein Kollege gesagt hat. Der hat aber nichts gesagt. Das ist Ihre Interpretation. Nee. Aus meiner Sicht hat er auf Ihre Frage geantwortet. Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht, denn Herr Wackett, neues Thema.